Der September genießt nicht den allerbesten Ruf an den Aktienmärkten. Er gilt als gefährlicher Monat. Erinnern wir uns, die großen dicken Dinge sind passiert im September. 9/11 haben wir gesehen 2001. Wir haben die Lehman-Pleite gesehen im September 2008. Dementsprechend kann man zeigen, dass der September nicht so ein wirklich guter Monat ist. Und wir gehen auch jetzt nicht gerade mit den allerbesten Voraussetzungen in diesen September, nachdem schon der August jetzt wieder nach starker Rallye zunächst mal negativ war. Wir haben deutliche Verluste wieder erlitten, wie auch gestern. Und wir haben eigentlich eine ziemlich ungute Kombination. Die Notenbanken haben klar gemacht, wir werden die Inflation bekämpfen, koste es, was es wolle, weil sonst fliegt uns hier der Laden praktisch auf die Füße. Das heißt, die Notenbanken werden auch die Zinsen anheben, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Das war ja die Hoffnung der Aktienmärkte. Die Wirtschaft schwächt sich ab, es kommt vielleicht zu einer Rezession. Dann werden die Notenbanken umkippen und sagen, ach, haben wir alles nicht so gemeint. So wie Jerome Powell 2019 zu Jahresbeginn, als er all das, was er vorher gesagt hatte, praktisch in die Tonne getreten hat, nur weil die Aktienmärkte 20% gefallen waren. Das ist jetzt anders, denn diesmal heißt es nicht, die FED ist dein Freund und Helfer, sondern die FED ist dein Feind und Gegenspieler. Das ist der Unterschied zu früher, denn die FED und andere Notenbanken sind nicht interessiert an stark steigenden Aktienkursen, weil damit das Ungleichgewicht zwischen dadurch sich steigernder Nachfrage und Angebote größer wird, damit die Inflationsproblematik noch größer wird. Die Inflation ist aber das, was man bekämpfen muss. Also ist die FED dein Feind und der Gegenspieler. Und das in Kombination mit diesem gefährlichen September könnte ein ziemlicher Wabonkritt werden für die Märkte. Schauen wir uns hier mal die historische Performance zunächst mal an. Mit Abstand der schwächste Monat hier für die US-Aktienmärkte mit -1%. Die besten Monate sind Juli, April und Dezember. Schwieriger sind auch noch Mai und Februar. Kann alles immer anders kommen, ist sicherlich nicht ein Gesetz, ist halt eben ein Durchschnittswert. Schon aber auffällig, wie schwach eben der September insgesamt ist. Das gilt auch und vor allem gerade für Europa, wenn wir uns hier mal die Performance der verschiedenen Indizes anschauen, Stoxx 600, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100, sehen wir, dass gerade die europäischen Aktien, die im Stoxx 600 sind, eben böse unter die Räder kommen. Die haben es besonders schwer und ja, Europa hat es derzeit besonders schwer mit der Inflation, mit einer sich dadurch schon abschwächenden Wirtschaft, mit der geografischen Nähe zum Ukraine-Krieg, ist die Lage natürlich in Europa schon bedenklich. Und bedenklich ist selbst das, was wir jetzt im August an den Märkten gesehen haben. Wenn man jetzt mal ein paar Kategorien zusammenzählt, nämlich die Aktienmärkte, Staatsanleihen, Investment Grade Bonds, also Unternehmensanleihen, die Investment Grade Rating haben, Junk Bonds und Rohstoffe, also so ziemlich alles, was es bis auf Kryptos auf dieser Welt zu handeln gibt. Wenn man die alle mal zusammenzählt, dann hätten wir hier den schlechtesten Monat insgesamt seit dem Jahr 1981. Und das ist ja auch schon 2,5 Tage her, soweit ich mich erinnern kann. Das Jahr 1981 waren viele von Ihnen vielleicht noch nicht mal geboren. Ich schon, aber sei es drum. Jedenfalls war das ein nicht gerade erfreulicher Monat, wenn man eben in all diesen Kategorien investiert war. Wie schaut es gestern aus? Aktienmärkte ja zunächst mal sehr freundlich gestartet, gut gestartet mit einer Bewegung nach oben, aber dann wieder einmal nach unten zum Handelsende. Das scheint ein Muster zu sein mit nicht in der Summe dramatischen Verlusten, aber wenn wir uns die Tagesbewegung anschauen, dann war das doch durchaus unschön. Technologie, Consumer Discretionary und Materials waren wieder ganz unten, also die offensiven Sektoren. Und wenn wir uns hier mal eine Monatskerze anschauen, den beim S&P 500 hier von Michael Silva, dann sehen wir hier den Beginn, das ist sozusagen direkt vor dem Docht oder da, wo der Docht beginnt, das ist der Beginn gewesen. Dann haben wir diesen Docht mit dieser Rallye, die ja seit Ende Juni eingesetzt hatte. Und jetzt haben wir praktisch diese ganze Bewegung kaputt gemacht wieder. Wir haben eine negative Kerze ausgebildet, die sehr, sehr bärisch ausschaut, wenn man ehrlich ist. Auf der anderen Seite sind die Märkte in vielen Parametern kurzfristig schon ziemlich saftig überverkauft.
Also normalerweise kann man da Gegenbewegungen durchaus erwarten. Vielleicht kommen die auch. Ja? Aber wir sehen eben, dass diese bullischen Gegenbewegungen oder die nach oben gerichteten Bewegungen an den Aktienmärkten, dass die dann immer irgendwie wieder schnell abverkauft werden, seit diese Rallye vorbei ist. Und die ist vorbei spätestens seit Jackson Hole, als der gute Jerome eben klar gemacht hat, wir werden nicht die Zinsen senken, wir werden die Zinsen anheben. Und auch wenn eine Rezession kommt, etc., etc., jeder ist, hatte Sorge vor einem Bärenmarkt, aber niemand verkauft. Schreibt hier Lance Roberts, die Cash Balances, also das, was die Vermögensverwalter, die Großen hier an Cash haben, ist jetzt nicht so gerade richtig hoch gesehen, historisch gesehen, ist also unterdurchschnittlich. Also ist es jetzt nicht so, dass alle Cash halten und niemand gekauft hat, sondern man ist überwiegend noch positioniert und arbeitet eben gegen die Fed, das hat Mester gestern ja nochmal klar gemacht mit der Aussage, we have to curb inflation, even if that means a recession. That is the point. Und das ist sozusagen jetzt hier das Spielzeug, das den Aktienmärkten weggenommen wird. Wow, schlechte Daten, cool, dann laufen wir mal nach oben. Haben wir gestern schon gesehen beim ADP-Arbeitsmarktbericht, der Vorschau für die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag, der schwächer ausgefallen war als erwartet. Apropos Notenbanken, gibt die Sorge, dass angesichts der ja so stark steigenden Schulden und der jetzt steigenden Zinsen die Notenbanken irgendwas machen müssen, möglicherweise Dollars drucken. Und der Dollar ist derzeit eben auch ein Problem, ja, für die Märkte, denn der Dollar ist sehr, sehr stark. Das zeigt ja eine gewisse Risikoaversion, eine vermeintliche Flucht in den vermeintlich sicheren Dollar. Jedenfalls müsste der Dollar schwächer werden, damit wir da an den Aktienmärkten wieder etwas nach oben gehen können oder sehen können. Aber Goldman Sachs, das Trading Desk, sieht das nicht. Da sagt man, wir sehen methodische Risk-Off-Behavior, also Risikoaversion, keine Greenshots, keine Hoffnungszeichen. Hier sind praktisch, wird alles verkauft, was man verkaufen kann. Cyclicals, Long Defensives. Man positioniert sich also defensiv. Wir sehen, dass jetzt der S&P im August 4,2% gesunken ist, der Nasdaq 105,2%. Und wir sehen auf der anderen Seite nicht nur einen starken Dollar, sondern eben auch deutlich steigende Anleiherenditen. Die 10-jährige etwa bei 3,2%. Inzwischen die 2-jährige ist gestern das erste Mal seit dem Jahr 2007 auf über 3,5% gestiegen. Gleichzeitig werden Währungen abgestraft, deren Notenbanken nach wie vor den Kopf in den Sand stecken. Nämlich zum Beispiel die Japaner, der Yen jetzt auf das niedrigste Niveau seit 1998 gefallen. China hat ein Abwertungsthema, versucht das durch das Fixing so ein bisschen zu bremsen, aber auch der Yuan tendiert dazu, zum Dollar abzuwerten. Und insgesamt, wenn wir nochmal zu den Anleihenmärkten kommen, sehen wir, dass jetzt etwa die 2-jährige Anleiherendite, also eine Anleihe mit 2-jähriger Laufzeit, nicht die Ewigkeit, kann man mal machen, jetzt die doppelte Rendite hat wie die Dividendenrendite im S&P 500. Und das ist auch ein Problem für die Aktienmärkte. Es gibt wieder Konkurrenz. Es gab ja dieses TINA-Motto, there is no alternative. Was soll man denn machen außer Aktien? Ja, man könnte zum Beispiel eine 2-jährige US-Staatsanleihe kaufen, wenn die jetzt ebenso rentiert, wie sie rentiert, nämlich mit 3,5%. Dann steht man zumindest besser da als mit der Dividendenrendite im S&P 500, die man ja sicher hat, auch wenn sich jetzt die Aktien gar nicht bewegen würden, aber möglicherweise bewegen sie sich ja nach unten. Kann ja theoretisch sein, zumal die Rate Hike Expectations eben weiter steigen. Da hat etwa der Nasdaq ein Thema, der hat da noch ein gewisses Gap zu schließen zwischen den Zinserwartungen, Zinsanhebungserwartungen und dem, was normalerweise der zinssensitive Tech-Sektor dann aus dieser ganzen Geschichte macht. Wir sehen hier mal nochmal den S&P 500, der jetzt so ziemlich bei der Marke von 3950, die wir heute Morgen ja schon wieder unterschritten haben oder auch gestern schon im späten Handel unterschritten hatten. Das war das Ausbruchsniveau, wo dann diese Rallye, die wir ab Ende Juni gesehen haben, nochmal richtig an Fahrt gewonnen hat. Da ging es nach oben, da sind wir jetzt drunter gefallen. Auch nicht so schön, aber wie gesagt, die Märkte sind im kurzen Zeitfenster ziemlich überverkauft, deswegen tut man sich schwer, da irgendwie reinzuschorten. Auf der anderen Seite, richtig Lust auf Long hat man, habe ich zumindest jetzt auch noch nicht angesichts des Umfeldes.
Also ist meine Überlegung, mein Ansatz eher der, dass ich dann versuche, Erholungen, wenn sie denn kommen, zu shorten. Sei es drum, jedenfalls kommt jetzt eben auch konjunktureller Gegenwind, kommt Gegenwind für die Firmen, was die Berichtssaison betrifft. Wir sehen hier etwa mit dem Hashtag Apple versehen, Global Smartphone Shipments expected to decline 6,5%. 6,5% Rückgang ist eine Menge Holz, weil eben die Inflation so hoch ist. Dadurch können sich die Leute weniger leisten, zumindest solche vermeintlichen Luxusgüter wie iPhones weniger leisten. Gestern auch unter Druck aus anderen Gründen Nvidia, die Chipfirma aus den USA, 5% nachbörslich gefallen, nachdem die USA verboten haben oder zumindest eingeschränkt haben Verkäufe von Nvidia-Chips nach China. Das ist natürlich angesichts dieser Taiwan-Geschichte jetzt alles hochbrisant. Gut, dass der Ehemann von Nancy Pelosi jetzt schon im Vorfeld mal 4 Millionen oder Nvidia-Aktien im Wert von 4 Millionen Dollar verkauft hat. Gell, wenn seine Frau maßgeblich an solchen Entscheidungen betroffen oder beteiligt ist, gell, dann kann der Ehemann vielleicht das eine oder andere früher schon ein bisschen antizipieren, gell? Nicht, dass da jetzt irgendwie Insiderhandel der Fall ist. Nein, das ist natürlich, man ist halt sehr intelligent in diesen Kreisen, gell? Deswegen kann man manches halt schon Wochen vorher sehen. Na, das ist ja kein Wunder, dass diese Leute ja an der Spitze stehen, weil die einfach eine weise Voraussicht haben. Ja? Und weise Voraussicht auch für die Konjunktur vielleicht. Taiwan, das so ein bisschen mit Südkorea als Frühindikator gilt. Sowohl Taiwan als auch South Korea, da sehen wir Manufacturing Slump is warning for trade. Also wir sehen, dass der Herstellungsbereich, der Manufacturing-Bereich richtige Probleme bekommt. Der sackt derzeit schon ziemlich deutlich ab. Und wie gesagt, Taiwan und Südkorea sind da die Frühindikatoren. Heute kommen interessante Daten genau dazu, nämlich zu den Einkaufsmanagern, verarbeitendes Gewerbe aus den USA, der Einkaufsmanager-Index. Und wir sehen, das ist so kontinuierlich jetzt von sehr guten Ständen zurückgegangen, aber da haben wir noch nicht so einen richtigen Einbruch gesehen. Das könnte heute kommen, heute die Daten 16 Uhr. Und da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt in Sachen Rezession. Zumal jetzt wieder neue Sorgen sind, auch in Sachen China. Chengdu ist jetzt im Lockdown, ein Kleinstädtchen mit 21 Millionen Einwohnern. Zumindest der Verwaltungsbezirk, der Kaixin Einkaufsmanager Index, Manufacturing 49,5, also Kontraktion aus China. Gestern hatte ich ja, wenn Sie es nicht gelesen haben, empfohlen, den Artikel China, Satellitenbilder zeigen, wie schlecht es um die Wirtschaft wirklich steht. Finde ich extrem genial, einfach praktisch von oben drauf zu gucken, das, was die Chinesen uns erzählen und das, was der Fall ist, indem etwa Satelliten LKW-Verkehre erfassen etc. Das ist super cool. Wie gesagt, wenn Sie den noch nicht gelesen haben, tun sich das an. Ich finde das hochspannend. Jetzt kommen wir mal nach Europa, wo, by the way, in 9 von 19 Ländern, so muss es richtig heißen, die Inflation bereits im August jetzt über 10% gestiegen ist. Gestern ja für die Eurozone insgesamt 9,1%. Also praktisch in der Hälfte aller Länder der Eurozone ist es so, dass die Inflation schon zweistellig ist. Und hier sehen Sie eine meiner besten Freundinnen, das ist die Ballerina Christine Lagarde, die, das ist so eine Verschwörungstheorie, angeblich ja Notenbankchefin ist, aber das ist natürlich alles totaler Quatsch. Die ist Balletttänzerin, wie Sie hier vorhin gesehen haben. Und möglicherweise müssen auch Balletttänzer die Zinsen anheben, 0,75%, das erwartet inzwischen die Wall Street. Hier haben wir uns mit Bloomberg zusammen mal die Dinge angeschaut. Wie ist da jetzt die Konsenserwartung? Und warum vor allem die EZB jetzt richtig auf die Pauke hauen wird und muss mit einem dicken Schritt nächste Woche. Erste Artikelempfehlung, by the way, die italienische 10-jährige Anleiherendite in Reaktion eben auf diese Zinserwartung jetzt über 4% gestiegen, das erste Mal seit Juni. Also da rentetten je nach oben, aber gleichwohl. Bei diesem sehr unschönen Umfeld sind die Banken nach wie vor sehr optimistisch bis Jahresende und auch eben bis nächstes Jahr. Da haben wir uns das alles mal sehr, sehr genau angeschaut, was und warum vor allem es erwartet wird. Und ich halte das überwiegend, was da erwartet wird, wieder für ziemlichen Bullshit. Das ist Sell-Side-Activity. Da erzählt man den Leuten schöne Geschichten, aber faktisch
ist die Lage auch für die Banken nicht gerade wirklich rosig. Also zwei Artikel, die ich Ihnen empfehle, meine Damen und Herren. Und nochmal empfehlen möchte ich das gestern ausgestrahlte Boom und Bust mit Andreas Steno Larsen auf Englisch. Okay, aber Andreas Steno Larsen hat da ein paar Sachen gesagt, die mich durchaus weiterbringen, wo ich denke, wow. Das sind Erkenntnisse, die kriegt man nicht immer. Ich mache den Link, unter dem Sie das Video nochmal anschauen können. Wenn Sie vielleicht heute Abend Zeit haben, jetzt Zeit haben, mache ich ihn unter das Video und sage jetzt erstmal Servus und Ciao.